Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytec Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazytec auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Flensburg an Bord der Dagmar Orn. Und hier ist Arvid, auch an Bord der Dagmar Orn. Wir sitzen hier am Deck. Ihr seid zurückgekommen, Arvid. Vor ein, zwei Stunden seid ihr wieder in den Heimathafen eingelaufen. Mit was für einem Gefühl? Ach, das ist ja immer irgendwie auch toll, weil das ist so Journey's End. Da schwingt natürlich auch immer so ein bisschen Wehmut mit, weil ja irgendwie was zu Ende gegangen ist, was einem viel bedeutet und wo man viel drauf hingearbeitet hat. Aber das ist auch gut, irgendwie dann mal so einen Schlusspunkt zu finden. Und vor allen Dingen hier in dem Museumshafen in Flensburg, da sind wir wirklich zu Hause und es gibt so viele Freunde hier und die benachbarten Schiffe. Also ja, das ist so der Hafen im doppelten Sinne. Nicht nur für das Schiff, sondern auch für uns irgendwie. Und es ist einfach schön, wieder hier zu sein und so und das Schiff wohlbehalten zurückzuwissen und die Crew natürlich auch. Und das genießen wir jetzt einfach noch so ein bisschen an Deck hier zu stehen und ein Bier oder ein Wein zu trinken und einfach so einen Ausklang zu finden. Wie waren denn so die letzten Tage? Ich habe immer das Gefühl, je näher es Richtung Heimathafen gibt, desto kürzer werden die Etappen und desto mehr genießt du noch das Unterwegssein und näherst dich langsam wieder der Heimat an. Ja, ich glaube, also in dieser Langsamkeit liegt auch irgendwie so eine Erlebnisdichte. Ne? Also wir sind ja in Skagen angekommen, über die Nordsee, hatten ja gutes Segelwetter auch, war wirklich toll. Und so von da aus sind die Etappen ja überschaubar. Also man könnte natürlich sagen, wir fahren jetzt von Skagen durch, wäre ja auch kein Problem. Aber wir haben gesagt, wir sind Ende August zu Hause und das ist nun heute der 31. Und deshalb haben wir gesagt, also wir lassen uns jetzt ein bisschen Zeit. Wir bummeln ein bisschen. Wir haben trotzdem dann natürlich immer noch Messungen gemacht, beziehungsweise Eberhard und Julia und die anderen haben die Messungen gemacht. Wir sind dann nur Tagesetappen gefahren und haben uns so sukzessive angenähert. Und gestern sind wir in Sonderburg eingelaufen, also in Dänemark, auf dänischer Seite. Und von da aus sind das dann nur noch 4 Stunden. Also das ist dann so ein Home Run sozusagen. Und sobald es dann in die Flensburger Förde geht, was passiert dann in dir? Ich meine, du bist schon von so vielen Expeditionen zurückgekommen. Naja, das ist das Heimatrevier, nicht? Also ich brauche keine Seekarte mehr, um hier irgendwie zu fahren. Man kennt hier wirklich das gesamte Revier und das ist ja wunderschön. Die Flensburger Förde ist, finde ich, eines der schönsten Reviere, die wir hier in Norddeutschland haben. Und es ist eben sehr vertraut und das das verdeutlicht einem dann eben auch, dass man nach Hause kommt, dass die Reise zu Ende ist. Das Projekt Ocean Change 23, das sind immerhin 67 Tage. Und 2.500 Seemeilen gewesen, die wir zurückgelegt haben. Da ist ja eine ganze Menge passiert und das muss man auch erstmal sacken lassen. Also erstmal kommt man an und sagt so, nun sind wir wieder da und dann so ein bisschen dieses persönliche Aufarbeiten, das findet eigentlich jetzt so langsam statt. Lass uns doch mal auf die letzten
Etappen auf die letzten Häfen gucken. Skagen hatte ja auch ein besonderes Highlight. Habe ich gerade hier an Deck mitgekriegt und deine Augen funkelten. Was war in Skagen, Arvid? Also in Skagen, das ist ja, eigentlich ist das ein wirklich hübscher Hafen ganz oben in Nordjütland. Eigentlich auch so eine Künstlerenklave gewesen. Also die Skagenmaler sind ja ganz berühmt gewesen. Dort gibt es Kunst auf der einen Seite, das gibt es schon ganz lange dort in Skagen. Ansonsten ist es auch sehr touristisch geworden mittlerweile, was nicht immer so ganz toll ist, muss ich sagen. Und dann gibt es noch etwas anderes, und das ist ein sehr vermögender Unternehmer, einer aus Skagen, hat dort ein Museum aufgebaut, wo alte Schiffsmotoren ausgestellt werden, komplett restauriert und auch laufen, wenn tagsüber geöffnet ist. Es gibt dort eine Sammlung von Motorrädern, von Oldtimern, alles Mögliche. Also wer so ein bisschen technisch affin ist, wie ich das ja auch bin, dann kann man da ein bisschen drin schwelgen. Und ich bin dann also mit einigen von der Crew, die das auch interessierte, da rumgegangen und konnte dann natürlich auch diese Motoren erläutern und diese Schiffsmotoren, verschiedene in der Art und von verschiedenen Herstellern, aber auch so ein Callison, wie wir ihn haben, stand dort und läuft dort auch. Also das war schon ein echtes kleines Highlight auch. Mit genau dem gleichen Rhythmus, den unsere Hörer alle so lieben, dieses, ich kann es gar nicht nachmachen, aber dieser Callison-Rhythmus halt. Ja, aber er hört sich da in der Halle anders an, komischerweise, weil das natürlich irgendwie so ein anderer Klangboden ist und als wenn der hier am Bord läuft, also da hat er irgendwie einen etwas anderen Rhythmus, aber es ist ja egal, das ist halt der gleiche Motor. Habt ihr eigentlich unterwegs Reaktionen auf den Motor gekriegt? Also weil der ja so einen markanten Sound hat, dieser Motor, werden wir ständig angesprochen und meistens sind es dann eben Fischer, die fragen und auch in Schottland haben dann gesagt, ist da der Callison Engine. Und also es gab jemand, der sogar für Callison gearbeitet hat in Schottland. Also es ist immer so ein Anziehungspunkt, gerade für Fischer, die sich mit Motoren natürlich irgendwie auskennen und die dann entweder davor stehen und hören und dann fragen, was ist das für einer? Aha, ja, oder aber sie wissen es tatsächlich. Also es ist ganz unterschiedlich, aber werden häufig drauf angesprochen. Auch in den sozialen Medien gibt es so viele Reaktionen auf den Sound des Motors, the sound of the engine, und dann werden da Herzchen für gepostet. Also das ist echt Dagmars Markenzeichen. Wie geht's denn Dagmar nach diesen 67 Tagen und 2.500 Seemeilen? Ja, du kannst es ja sehen. Sie ist eigentlich makellos in Schuss. Und das ist der Crew wirklich zu verdanken, die jetzt in den letzten Tagen, wo wir gerade in der Ostsee unterwegs waren, wo ja kein Seegang war, war ja alles so ein bisschen Ententeich. Da haben die noch gemalt und gepönt und geölt. Und Marie hat das Rig oben die Stagen noch gelabsalt und nachgeteert und alles Mögliche gemacht. Also das Schiff sieht wie aus dem Ei gepellt aus. Und technisch ist auch alles in Ordnung. Also es kann jetzt sofort wieder zur nächsten Etappe starten. Also es ist kein Grund, irgendwie jetzt in die Werft zu fahren. Wolltest du mir sagen, dass wir gleich ablegen? Ja, also das Schiff könnte das ohne Probleme. Die Bilder von Marie oben im Bootsmannstuhl haben wir gesehen auf Instagram. Die ist höhentauglich, ne? Marie ist höhentauglich, die hat das letztes Jahr in Island auch schon durchgeführt, also das wollte sie auch gerne, also ist ja ein bisschen schmuddelige Arbeit, also Labsal ist ja so ein Gemisch aus Leinöl und Holzteer und vielleicht noch so ein paar andere Ingredienzien und dann trägt man das so mit Lappen und Pinsel auf und das kleckert natürlich, also ist keine so wirklich richtig saubere, schöne Arbeit, aber Marie, da macht das Spaß und die hat das ganz super gemacht. Also sie sitzt da oben für all die, die das nicht auf Instagram und Facebook gesehen haben, in 28 Metern Höhe? In wie viel Meter? Nur so 22 Metern etwa, ja. In 22 Metern Höhe und wird dann so langsam heruntergefiert. Also sie hat den Bootsmannstuhl dann an diesem Stag. Der Stag ist dafür da, um den Mast mit zu stabilisieren, aber vor allen Dingen laufen da auch die Segel hoch und runter. Und dadurch ist es natürlich mechanisch auch immer ein bisschen beansprucht. Und um da Korrosion zu verhindern, hat man diese Labsal, dieses Korrosionsschutzmittel quasi dort zur Hand, was dann immer mal ein, zweimal im Jahr aufgetragen werden muss, um die Drähte eben wirklich zu konservieren.
So, und dann fängt sie oben an und dann wird sie immer, steht unten einer am Fall und wenn sie ruft ein Stück weiter, dann wird sie ein Stück weiter abgefiert, so dass sie dann wirklich von oben bis unten erst das Fliegerfall, dann das Klüverfall und dann das Fockfall machen kann. Super, klasse. Das habt ihr in einem der letzten Häfen gemacht. Dann wart ihr auf Samsö und da gab es Besuch an Bord. Ja, Samsö ist, die Dagmar Orn hat ja mal 11 Jahre lang quasi ihren Stammsitz auf Samsö gehabt, in Ballen. Denn der Voreigner vor mir, das war der Nils Bach, ein Däne, der die Dagmar 11 Jahre lang gefahren und besessen hat und so Chartertouren gemacht hat, bevor wir sie dann von ihm übernommen haben. Aber daraus ist eine ganz enge Freundschaft entstanden. Nils ist, glaube ich, jetzt 83, aber fährt immer noch Motorrad. Also er kommt mit einem BMW mit Beiwagen immer vorgerauscht und sagt, wenn er mal ganz alt ist, dann fährt er Auto, dann kauft er sich ein Auto. Natürlich. Also er ist, wie gesagt, 83 und ist... Ich habe Bilder von ihm gesehen, das ist ein echter Seebär, ne? Ja, und er ist Däne, aber er spricht also besser Deutsch als so mancher Deutsch. Er macht viel so Übersetzungen, hat Germanistik studiert, ist unglaublich beflissen, belesen, weiß unheimlich viel und alles über Schiffe natürlich. Und wenn das so lange her ist, dass er das Schiff an uns übergeben hat, es ist immer noch sein Schiff. Echt? Und er liebt dieses Schiff, die Dagmar Orn, und freut sich einfach. Deshalb musste ich ihn auch einfach anrufen und sagen, Mensch, Nils, wir laufen jetzt Kolby Kors auf Samsö an und hast du Zeit? Und ja, natürlich, ich komme. Und dann kam er am nächsten Morgen gleich vorbei. Und wie ist das denn, wenn er dann an Bord kommt? Macht er erst einen Rundgang und guckt und kontrolliert alles, ob alles noch tippitoppi ist? Oder? Naja, also er steht erstmal auf der Pier und mustert das Schiff von außen, wie es so aussieht. Und dann kommt er an Deck und dann wird erstmal Kaffee getrunken, wie das so in Dänemark üblich ist, dass man erstmal einen schönen starken Kaffee trinkt. Und dann redet man und er erzählt und man tauscht sich natürlich aus, wie es so geht und so. Und dann hat er aber auch gleichzeitig noch zwei Freunde eingeladen, die mit ihm, er hat dann anschließend noch ein anderes Schiff gehabt, die MS Thunö, das ist auch ein Kutter, den er auch viele Jahre lang besessen und betreut hat, und die sind natürlich auch alle älter geworden, so wie wir alle. Er hat so Gleichaltrige mit im Team, die dann mit hierher kamen und die sich gerne das Schiff angucken wollten, und dann lasse ich ihn ganz alleine. Ich sage, du kennst das Schiff, und dann führt er sie stolz durch alle Abteilungen in der Maschine, und den Callison, den hatte er ja auch damals aufgetan, also so, dass er uns damals geholfen hatte, den richtigen Motor zu finden. Also er ist hier ganz, ganz eng verbunden mit diesem Schiff. Er hat dich ja damals auch mit der Dagmar alleine gelassen, ne? Als du sie dir angucken wolltest und als du das Messer in die Planken gerammt hast. Ne? Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, wie Arvid sich schockverliebt hat in die Dagmar Orn, dann solltet ihr sie euch anhören. Das kann man nur einmal so erzählen, wie du das da erzählt hast. Ja, das ist schon eine sehr besondere Begegnung gewesen, die Begegnung von euch beiden. Gut, gab es noch weitere Besonderheiten auf den letzten Etappen jetzt, seit unserer letzten Folge? Weitere besondere Begegnungen? Ach, wir haben ja so an der ganzen Küste verteilt, auch mittlerweile in Dänemark Freunde. Also so, dass man die auch das Schiff eben alle kennen. Und insofern gibt es dann immer irgendwie so ein Hallo, wenn man irgendwo einläuft. Und so wie wir in Strandby gewesen sind, das ist ja ein kleiner Hafen südlich von Skagen. Ja, das ist ein reiner Fischereihafen eigentlich auch, aber es ist einfach nett, nicht? Also weil man gehört irgendwie dazu, auch wenn man nicht aktiv fischt, aber die wissen ja, dass das ein Fischereischiff ist, und die sehen es natürlich auch, wie so ein Schiff gepflegt wird und gehandhabt wird und was das für Reisen macht, und das macht auch die Fischer bisweilen so ein bisschen stolz, dass also eines ihrer Schiffe irgendwie sowas macht, und da kommt man ganz schnell mit denen ins Gespräch, und man bekommt dann plötzlich irgendwie dann Sack von so Garnelen oder sonst was irgendwie geschenkt, und das ist ganz liebenswert und ganz nett einfach. Das Besondere an diesem Schiff ist ja eben nicht nur, dass du damit jetzt in allen Regionen unterwegs bist, sondern dass du Meeresdaten sammelst und Wissenschaftler an Bord hast und die auch jetzt auf den letzten Etappen, hast du gerade erzählt, noch Daten gesammelt haben, und du arbeitest mit so vielen wissenschaftlichen Instituten zusammen. Also es ist das GEOMAR, es ist das Alfred-Wegener-Institut mit dem Herion-Helmholtz-Zentrum in Geesthacht,
Es ist das Institut für Ostseeforschung Warnemünde, der Deutsche Wetterdienst. Also du bist einfach von so vielen Wissenschaftlern getragen und so viele Wissenschaftler haben Interesse an dem, was du hier machst. Das ist einfach wirklich eine bedeutsame Expedition. Ja, nicht, weil ich bin ja kein Wissenschaftler. Also das liegt jetzt nicht daran, dass ich nun irgendwie eine wissenschaftliche Qualifikation hätte, aber die Plattform, die wir geschaffen haben, mit dem Schiff, mit dem engagierten Team und mit dem Pfadgebiet und der Bereitschaft, sich auch instruieren zu lassen, was sinnvoll ist, und dann eben der Schulterschluss auch mit der Industrie, die diese Messtechnik herstellt. Das ist ja alles unglaublich teures Equipment, was man dort kriegt. Und wir verdienen da ja keinen Euro mit. Also wir liefern die Daten frei Haus und verdienen damit kein Geld. Das will ich auch gar nicht, sondern wir werden unterstützt eben halt von der Industrie, die uns die Messtechnik gibt. Und dann suchen wir uns natürlich auch Sponsoren, so wie die Firma Niebe beispielsweise, die zu uns passt. Wärmepumpen ist eine Technik, die zu uns passt, und insofern schließt sich dann der Kreis. Also jeder irgendwie profitiert davon, das Schiff profitiert davon, dass wir es eben in diesem Zustand halten können, wie es erforderlich ist und wie es sein soll. Und wir profitieren davon, weil wir was machen, was uns beschäftigt, was uns Spaß bringt, was uns ausfüllt, und die Wissenschaft profitiert davon, weil sie Daten kriegt, die sie sonst in dieser Form wahrscheinlich aus diesen Seegebieten nicht so ohne weiteres bekommen würde. Also insofern sind da alle auf einem guten Weg, und das spiegelt eben auch die Atmosphäre und die Stimmung wider, in der man miteinander umgeht. Im ganzen, was sagt man, Kanon all der Expeditionen, die du jetzt gemacht hast im Laufe deines Lebens, welchen Stellenwert hatte diese Expedition für dich? War es, wie manche sagen, eine kleine Expedition und bald kommt wieder eine große, oder willst du dich da gar nicht festlegen, oder was bedeutet dir dieses Jahr? Also groß oder klein, so möchte ich es eigentlich gar nicht bezeichnen. Also ich habe Expeditionen gemacht, die viel länger gedauert haben, aber auch welche, die kürzer gedauert haben. Also die Zeitdauer ist nicht das Entscheidende und auch nicht das Zielgebiet, sondern ich glaube, es geht um die Inhalte. Und das versuchen wir ja auch immer so zu kombinieren, dass man natürlich nicht nur jetzt auf einer Reise ist, wo jetzt es nur darum geht, jetzt irgendwelche ozeanografischen Daten oder sonst was zu sammeln, sondern wir möchten eben auch Land und Leute kennenlernen. Und deshalb haben wir uns jetzt also eben gerade auch Schottland, die Hebriden, was eine grandiose Region ist, mit was kulturell interessant ist. Also es ist die Mischung aus allem. Und ich muss mir nicht beweisen, dass ich nun so und so weit ins Eis reinfahren kann oder so. Das haben wir alles in der Vergangenheit häufig genug gemacht. Ja. Sondern es gibt eben immer wieder neue Zielrichtungen, die ich eben auch gerne wahrnehmen möchte. Und insofern wird es auch was Neues geben, aber ich weiß es jetzt noch nicht. Also da muss man erstmal in sich reinhören, und wir werden natürlich so im Inner Circle uns austauschen und beraten und sehen, was als nächstes kommt. Aber für mich ist immer so dieses aktuelle Projekt auch das, was großartig ist, weil es auch ganz unmittelbar nachwirkt noch und wo man so voller Eindrücke ist. Also man muss nicht versuchen, immer irgendwie etwas zu toppen, dann führt man sich selbst ad absurdum irgendwann auch. Jetzt lass mal diese Expedition erst sacken und komm mal wirklich wieder komplett an. Und du wirst schon planen und du wirst dann irgendwann auch von selbst erzählen, was als nächstes ansteht. Da bin ich mir komplett sicher. Einen Punkt sollten wir noch erwähnen. Ihr seid alle gesund zurückgekehrt, ne? Es gab keine größeren Zwischenfälle. Nein, wir sind alle gesund. Dafür kann man auch dankbar sein. Also es hat auch keine Verletzungen irgendwelcher Arten gegeben. Und das muss man ja auch mal so sehen. Ich meine, mit dem schweren Gerät, mit dem schweren Rig, auch bei grober See und so. Das ist schon immer auch, da muss man schon sehr genau wissen, was man macht. Und es ist alles gut. Wir sind alle kerngesund, bester Stimmung. Und insofern, ja, kann man hier auch einen guten Schlusspunkt setzen. Und jetzt geht's bald in die Badewanne. Das ist ja immer dein Ritual, wenn du nach Hause kommst. Ja, heute noch nicht, weil wir heute einfach auch das ausklingen lassen wollen. Und einige werden heute an Bord einfach auch noch mal übernachten. Und wir werden heute sicherlich noch zusammensitzen und zusammen essen. Und dann wird sich das morgen so langsam irgendwie auflösen. Und dann geht's nach Hause und dann geht's definitiv in die Badewanne.
David, danke. Danke, dass du uns hier mit an Bord genommen hast in diesem Podcast und regelmäßig berichtet hast und in diesem Jahr ja tatsächlich auch regelmäßig hochkant gefilmt hast und uns dadurch... Man lernt das, halt dazu, ja. Ja, super. All das, was du erlebst, gezeigt hast und das war einfach total grandios. Ja, danke dir, Werbel. Ohne dich wäre das alles auch nicht möglich. Wir machen weiter mit diesem Podcast. Du hast ja jede Menge zu erzählen und diese Expedition muss ja auch noch ein bisschen anders aufgearbeitet werden. Aber jetzt kommen wir erstmal wieder an hier. Alles klar, danke. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.